Jetzt kommt René Koch mit Enterprise Open Source Virtualization. Viel Vergnügen. Ja, hallo. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Enterprise Open Source Virtualisierung mit OWIRT und REF. Mein Name ist René Koch. Ich arbeite als Senior Solution Architect für Virtualisierung, Linux System Management, Enterprise Linux und Monitoring für die OWIDO GmbH in Wien. Wir sind ein Linux Systemhaus, das sie als Ziel gesetzt hat, ausschließlich Open Source Dienstleistungen zu machen und nichts, was Closed Source ist, zu verwenden. Ich werde heute etwas über Open Source Virtualisierung im Enterprise-Bereich sprechen und stelle dabei die Red Hat Enterprise Virtualisierung, kurz REF, sowie dessen Upstream-Projekt OWIRT vor. In den nächsten 45 bis 50 Minuten werde ich eine kurze Einführung geben über die beiden Projekte. Der Hauptteil der Präsentation wird eine Vorstellung der einzelnen Komponenten sein, damit Sie eben einen Überblick bekommen, welche Komponenten gibt es alles, was kann ich damit alles machen, wie spielen die einzelnen Komponenten zusammen. Werde am Schluss noch über Erweiterungsmöglichkeiten von dieser Plattform sowie über das Monitoring der Plattform sprechen und aber Use Cases und Herausforderungen noch explizit ansprechen, was man da erwarten kann. Hinsichtlich Use Cases werde ich auch im Zuge der Präsentation bei einzelnen Features sagen, okay, für was verwenden das unsere Kunden oder für was verwenden das generell Community-User vom OWIRT-Projekt. Wenn es Fragen gibt, bitte am Ende der Präsentation oder im Nachhinein haben wir genügend Zeit. So, ganz kurze Einführung, was ist REF oder OWIRT? Es ist kurz gesagt ein zentralisiertes Management für die Server- und Desktop-Virtualisierung. Das heißt, das Ziel von den beiden Projekten ist es nicht rein Server-Virtualisierung zu machen, sondern Server- und Desktop-Virtualisierung. Die Basis ist KVM, also quasi der Standard mittlerweile unter Linux, Kernel-Based Virtual Machine. KVM hat viele Vorteile, warum eben diese Projekte auch darauf aufsetzen. Vorteile wären einmal die sehr hohe Performance. Ich habe Features wie Live Migration, das heißt, ich kann virtuelle Maschinen von einem Hypervisor am anderen migrieren, während die Maschinen laufen. Ich kann PCI Pass-Through machen, Memory Page Sharing und so weiter. Gleichzeitig ist natürlich der große Vorteil, dass so gut wie jede oder eigentlich eh jede aktuelle Linux-Distribution als Gast auf KVM einfach nativ läuft, genauso wie Windows und zum Teil auch andere Unix-Betriebssysteme. REF und OWIRT ist eben führend bei Performance, Skalierbarkeit und Sicherheit. Das geht eben auf die Grundlage von KVM zurück. Zur Sicherheit gibt es noch einen zusätzlichen Punkt zu sagen. Was hier noch zusätzlich eingesetzt wird, das ist Security Enhanced Linux, also SE Linux. Das ist ein von der NSA entwickeltes Mandatory Access Control Framework. Und es gibt da speziell für Virtualisierung ein Subprojekt, das nennt sich SWIRT. Das dient dazu, dass ich einen Hypervisor und virtuelle Gäste noch einmal zusätzlich voneinander abschotten kann. Das heißt, jeder virtuelle Gast hat einen eigenen Security-Kontext und dadurch ist es eigentlich unmöglich, dass ein virtueller Gast auf einen anderen virtuellen Gast zugreifen kann. Das heißt, die sind dadurch nur einmal vollkommen abgeschottet. Ziel von der Red Hat Enterprise Virtualisierung und von OWIRT ist es, eine Open-Source-Alternative zu VMware darzustellen. So, was sind jetzt die großen Unterschiede zwischen REF und OWIRT? OWIRT ist das Upstream-Projekt der Red Hat Enterprise Virtualisierung. Das heißt, es funktioniert eigentlich aus Sicht von Red Hat genau gleich wie mit Fedora. Fedora ist das Upstream-Projekt zu Red Hat Enterprise Linux. Das heißt jetzt, die Community oder irgendwelche Firmen entwickeln neue Features für KVM, entwickeln neue Features für das OWIRT-Management-System und die werden zuerst einmal im OWIRT-Projekt und im Fedora-Projekt gelauncht.
Das heißt, ich habe im Ovid, im Fedora natürlich immer die neueste, die neueste Software mit den neuesten Features. Habe halt natürlich einen kleinen Nachteil. Ich bin quasi einmal Tester dabei. Das heißt, wenn man sagt, man nimmt Ovid als Virtualisierungsplattform, ist es viel, und man sagt, man will die produktiv einsetzen, ist es ratsam, wenn man sagt, man nimmt nicht immer die allerneueste Version, sondern bleibt vielleicht eine Version weiter hinten und schaut einmal in der Mailingliste, okay, wie geht es die anderen Tester so, wie funktioniert das Ganze so. Red Hat macht dann Folgendes, es nimmt eben Teile des Codes aus dem Ovid-Projekt, aus dem Fedora-Projekt und sagt, die sind für Red Hat als Unternehmen interessant, die sind Enterprise-tauglich, die sind entsprechend getestet worden, macht noch einmal Security-Hardening, Quality-Engineering und eine Dokumentation und bietet Support mit entsprechenden SLA-Zeiten dazu an. Dafür möchte Red Hat natürlich Geld haben. Das heißt, Red Hat Enterprise Virtualisierung kostet grundsätzlich einmal Geld, das heißt, ich bezahle viel Subskriptionen. Nichtsdestotrotz ist der Source Code natürlich frei verfügbar. Ovid auf der anderen Seite kostet nichts. Supportmäßig und so weiter bin ich natürlich auf die Community angewiesen. Die ist aber beim Ovid-Projekt sehr gut, also kann ich wirklich sehr empfehlen. Es wird einem sehr schnell geholfen. Nur kommt es halt immer darauf an, welche Umgebung habe ich, benötige ich einen Enterprise-Support mit entsprechenden SLAs oder kann ich auch mit einer Community-Version arbeiten. Gut, kommen wir zu den Komponenten. Woraus bestehen diese Lösungen? Ich werde in weiterer Folge eigentlich grundsätzlich von REV, also Red Hat Enterprise Virtualization, sprechen. Es gilt aber alles, was ich sage, genauso für das Ovid-Projekt. Der einzige Unterschied ist, überall wo ich Red Hat Enterprise Linux sage, heißt es beim Ovid-Projekt, es ist in Fedora oder CentOS die Grundlage. Und sonst ist es eigentlich grundsätzlich einmal das Gleiche. Also ich habe einmal als Grundlage habe ich einmal die Hypervisoren, die nennen sich eben Hosts bei REF und bei Ovid und ich habe einen Management-Server, den REF-Manager bzw. bei Ovid die Ovid-Engine. Der Host ist quasi so wie bei VMware da ein ESX-Host, der Manager ist wie das vCenter, kann man sagen. Es gibt dann weiters ein User-Portal für die Desktop-Virtualisierung, ein Self-Provisioning-Portal, das so eine Art Mini-Cloud-Lösung darstellt. Für die Programmierer und die halt ein bisschen mehr skripten wollen, mehr aus der Umgebung rausholen wollen, gibt es die REST-API und ein Python und ein Java-SDK. Das Java-SDK gibt es aktuell nur in Ovid, das gibt es im REF noch nicht. Es gibt Command-Line-Interface, die REF-Shell bzw. die Ovid-Shell. Es gibt eine Reporting-Engine, die auf Jasper basiert. Mit der Reporting-Engine kann ich mir eben Reports generieren über die Uptime meiner Hypervisoren, über die CPU-Auslastung meiner virtuellen Maschinen und alles Mögliche. Kann mir natürlich auch selbst entsprechende Reports basteln, ich muss mir nur das Datenbankschema anschauen und mit Jasper vertraut sein. Ein neues Feature im Ovid sind UI-Plugins, mit denen kann ich den Management-Server noch einmal um zusätzliche Schnittstellen erweitern, dazu komme ich später noch. Ich möchte mal ganz kurz die Architektur herzeigen. Die Architektur ist jetzt leider ein bisschen älter vom REF 3.0, ich habe nichts Aktuelleres gefunden, aber grundsätzlich funktioniert es. Der Management-Server ist immer Red Hat Enterprise Linux oder Fedora oder CentOS beim Ovid-Projekt. Als Backend kommt JBoss im Einsatz. Ich habe eine Postgres-Datenbank, die entweder direkt am Host läuft oder natürlich eine externe Datenbank sein kann. Für Benutzerauthentifizierung habe ich Active Directory oder IPA oder einen anderen Directory-Server. Das heißt, ich brauche immer einen Directory-Server mit einer Kerberos-Komponente. Rein nur LDAP geht nicht, weil man für das User-Portal ein Single Sign-On benötigt und dafür immer Kerberos. Auf das Administrationsportal greife ich mit einem Windows- oder Linux-Client webbasiert zu. Das heißt, ich benötige einen
aktuellen Webbrowser und greife damit auf das Admin-Portal zu. Mit dem Command-Line-Interface und dem Perl und Java SDK greife ich über die REST-API zu. User greift eben zu mit ihrem Browser auf das User-Portal bzw. auf das Self-Provisioning-Portal und auf die virtuellen Maschinen mit dem Protokoll SPICE oder mit VNC. Wobei SPICE aus Performance-Gründen das bevorzugte Protokoll ist. Zu SPICE später noch ein bisschen mehr. Die Kommunikation vom Manager mit den Hypervisoren läuft über einen eigenen Daemon ab, der nennt sich VDSM. Der ist dafür zuständig, dass Netzwerk konfiguriert wird, Storage konfiguriert wird auf den Hypervisoren und dass die entsprechenden virtuellen Maschinen mit den richtigen Parametern gestartet werden. Das heißt, der Manager spricht nicht direkt mit dem Libwirt, sondern übergibt das entsprechende XML-File an VDSM und VDSM übergibt es weiter ans Libwirt. Das hat jetzt zur Folge, dass ich als User auf Libwirt eigentlich nicht zugreifen darf oder beziehungsweise nicht zugreifen soll, weil es gibt da immer Komponente noch einmal drüber, die für das ganze Verhalten zuständig ist. Gut, der Hypervisor ist grundsätzlich einmal ein fixfertiges Image, vergleichbar mit VMware ESX, hat eine geringe Größe von kleiner 200 Megabyte. Das heißt, es ist eigentlich gerade so viel Red Hat Enterprise Linux, dass man damit virtualisieren kann. Beziehungsweise auf der OWIR-Seite natürlich Fedora. Besteht jetzt eben aus an Red Hat Enterprise Linux, aus KVM, aus dem VDSM-Daemon und jeder Menge Sicherheitsfeatures. Die da wären, es ist standardmäßig eine Firewall aufgedreht, also IP-Tables, und so konfiguriert, dass jegliche Kommunikation, die nötig ist, funktioniert. Das heißt, sie braucht eigentlich händisch nicht mehr eingreifen. SE Linux ist aktiviert und so konfiguriert, dass alles funktioniert. Also ich habe bis jetzt noch bei keinem User gehört, dass es irgendwelche SE Linux Probleme am Hypervisor gegeben hat. Und zusätzlich ist das komplette Betriebssystem read-only. Das heißt, jegliche Änderungen, die ich am Hypervisor mache, sind nach einem Reboot fort. Mit einer kleinen Ausnahme, es gibt eine eigene Config-Partition, die standardmäßig 8 MB groß ist. Dort werden Konfigurationsdateien hinkopiert, die persistent sein müssen. Das heißt, ein Multipath-Config, eine Netzwerk-Konfiguration, etc-resolve-conf und dergleichen liegt in dieser Config-Partition. Daraus folgt jetzt schon einmal, ich kann diesen kleinen Hypervisor nicht so ohne weiteres nach meinen Bedürfnissen anpassen. Das heißt, wenn ich jetzt fürs Monitoring zum Beispiel einen NAP-Daemon haben möchte, geht es darauf nicht. Laufen das natürlich auf allen Red Hat-zertifizierten Servern mit Intel VT und AMD VCPUs ist natürlich klar, dass ich für KVM entsprechende Unterstützung der CPUs benötige. So, wenn ich jetzt aber sage, das Ganze ist mal zu unflexibel, ich habe eine entsprechende Baseline, wie alle meine Server ausschauen müssen, oder ich brauche für Monitoring oder Backup oder dergleichen spezielle Daemons, dann kann ich auch sagen, okay, ich nehme nicht den Hypervisor, ich nehme ein Red Hat Enterprise Linux, beziehungsweise Fedora oder CentOS. Die einzige Requirements sind, es muss KVM drauf sein, es muss Libwirt drauf sein, es muss VDSM drauf sein. Alles andere ist mir als User vollkommen frei überlassen. Ich kann damit machen, was ich möchte, kann den so anpassen, wie ich es gerne hätte. Muss halt darauf schauen, dass es halt sicherheitsmäßig noch erträglich ist, sage ich einmal, und nicht irgendwie die Virtualisierung beeinträchtigt. Aber ich bin damit wesentlich flexibler. Ein wichtiger Punkt noch dabei ist, es werden sogenannte Hook-Skripte auf ein Red Hat Enterprise Linux unterstützt. Das heißt, wir haben vorher ja gehört, die Kommunikation oder das XML-File mit der Definition, wie meine virtuellen Gäste ausschauen, werden vom Manager über ein VDSM-Team und an Libwirt weitergegeben und dann wird die virtuelle Maschine gestartet.
Wenn es jetzt aber spezielle Anforderungen gibt, wo ich sage, das XML, das generiert wird, passt für meine oder für genau diese VM nicht. Ich brauche da irgendwelche speziellen KVM-Settings noch gesetzt, damit die Maschine auch läuft, oder möchte zum Beispiel CPU-Pinning machen, das heißt, dass ich die virtuelle Maschine genau einem CPU-Core zuweise, kann ich sogenannte Hook-Skripte schreiben in irgendeiner Programmiersprache, wo es halt einen Interpreter am Server gibt. Und diese Hook-Skripte manipulieren dann das XML-File vom VDSM-Daemon, bevor es ans Libwirt geht. Das heißt, ich habe damit die Möglichkeit, dass ich die VM noch an meine Bedürfnisse anpassen kann, wenn es sein muss. Zum Ref-Manager bietet jede Menge Funktionalität. Die erste Funktionalität ist, er kümmert sich um die Hochverfügbarkeit. Das heißt, fällt mir einer meiner Hypervisoren aus, werden die Maschinen automatisch auf den anderen Hypervisoren, sofern Ressourcen zur Verfügung stehen natürlich, gestartet. Ich kann eine Live Migration machen, das heißt Maschinen im Betrieb von einem Hypervisor am anderen Hypervisor verschieben. Das Einzige, was der User dabei merkt, ist vielleicht ein ganz kurzer Ruckler, wenn er Video anschaut, aber ansonsten geht das am User komplett vorbei. Es gibt die Möglichkeit des Load Balancings, das heißt, ist einer meiner Hypervisoren mehr ausgelastet wie alle anderen, werden virtuelle Maschinen auf die anderen Hypervisoren verschoben. Zu diesen Features, Live Migration und Hochverfügbarkeit, muss man sagen, man kann das auch pro VM deaktivieren. Das heißt, wenn ich sage, aus lizenzrechtlichen Gründen darf die Maschine nur auf einem Hypervisor laufen, weil sonst brauche ich mehr Lizenzen für meine Oracle-Datenbank oder was auch immer, kann ich sagen, die Maschine läuft nur dort und ist dann von Live Migration oder Hochverfügbarkeit ausgenommen. Eines der Features, wo mir sich der Sinn nicht ganz ergibt, ist der PowerSaver. Der macht Folgendes: Wenn zum Beispiel in der Nacht die Last auf meiner Umgebung geringer ist, verschiebt er mir die Maschinen auf andere Hypervisoren, sprich er schaufelt einen Hypervisor frei und fährt ihn dann runter. In der Früh, wenn die Last höher ist, startet er dann wieder. Ob das jemals irgendwer eingesetzt hat, ich wage es zu bezweifeln. Es gibt einen Maintenance Manager. Das heißt, wenn ich Tasks auf meinen Hypervisoren ausführen möchte oder muss, bei denen keine virtuelle Maschine laufen soll, das heißt zum Beispiel, ich mache Updates am Hypervisor, ich konfiguriere das Netzwerk, ich reboote den Hypervisor, dann möchte ich nicht, dass eine VM läuft. Das heißt, ich mache einen Klick im GUI, sage, schicke mir den Hypervisor in den Maintenance-Modus. Alle Maschinen, die drauf sind, werden mittels Live Migration auf die anderen Hypervisoren verschoben. Es kommt keine neue VM mehr drauf. Sobald in Tätigkeiten fertig bin, aktiviere ich ihn wieder und er ist wieder vollwertiges Mitglied. Image Management mit Templates, Snapshots, Scene Provisioning sind eigentlich Standard, braucht man nicht mehr großartig viel dazu sagen, ist eigentlich in jeder Virtualisierungslösung schon eigentlich de facto Standard. Das Storage und Netzwerkmanagement mache ich auch ganz zentral über den Ref Manager, das heißt, ich brauche in der Regel nichts auf der Command Line machen. Es gibt ein paar wenige Ausnahmefälle mit ganz speziellen Konfigurationen, wo man wirklich auf der Command Line eine Multipath-Config anpassen muss, damit es mit meinen HBAs funktioniert oder sonstiges. Aber in der Regel mache ich alles vom Manager aus. Es gibt die Möglichkeit des Reportings, wie vorher schon angesprochen, mit Jasper und Monitoring. Das Monitoring ist ein bisschen rudimentär, wenn man Isinga und Nagios kennt, ist das wirklich eine eher rudimentäre Lösung, wo entsprechende Logs in der Event-Log geschrieben wird und grafisch dargestellt wird, wie ist die CPU-Auslastung und dergleichen. Aber jetzt ein hochprofessionelles Monitoring mit entsprechenden Alerting über SMS und dergleichen, das geht damit nicht. Aber wie man das machen kann, später ein bisschen mehr. Ich kann virtuelle Maschinen von einer VMware-Umgebung, von einer Xen- und KVM-Umgebung mit dem Tool virtv2v konvertieren und ich kann auch physikalische Maschinen mit p2v konvertieren. Und ja, es gibt eine VDI-Lösung dazu. So, jetzt haben wir schon einiges über die Features geredet. Schauen wir uns einmal an, wie schaut der Manager aus. Das ist einmal
sicher eines der Sachen, was die meisten Leute interessiert. Es ist immer schön, wenn es entsprechende Enterprise-Features gibt, aber man 100 Config-Files editieren muss und ja, quasi zertifiziert sein muss, dass man das Ding überhaupt einmal bedienen kann. Das GUI ist eigentlich relativ simpel, webbasiert. Ich habe auf der linken Seite meinen Navigationsbaum, wo alle meine Datacenter, meine Cluster, meine Storages dargestellt sind. Ich kann hier natürlich auf die entsprechenden Punkte springen und ich habe oben meine Hauptnavigationsleiste. Da sieht man auch schon, wie geht OWIRT oder REF mit der Umgebung um. Das heißt, der oberste Punkt ist in mein Datacenter. An einem Datacenter sind entsprechende Cluster zugewiesen und die Hosts sind wiederum einem Cluster zugewiesen. Also eigentlich eh so, wie man es auch von der VMware her kennt, ist der gleiche Ansatz. Der einzige Unterschied ist, das Datacenter muss jetzt nicht zwangsweise physikalisch definiert sein, sondern das Datacenter definiert sich anhand des Storage-Typs. Das heißt, ich kann, wenn ich einen NFS-Share in einem Datacenter habe, nicht gleichzeitig auf eine Fibre-Channel-Loon als Storage verwenden. Es muss unique sein, hat Gründe, weil die Live-Migration von NFS-Store auf Fibre-Channel-Storage zum Beispiel nicht geht oder noch nicht geht. Darum muss das Datacenter immer unique sein am Storage-Typ. Wähle ich zum Beispiel mein Datacenter aus, habe ich darunter eben weitere Möglichkeiten, wo ich sage, ich kann meine Storage-Domains hinzufügen, deaktivieren die logischen Netze, konfigurieren die Cluster, konfigurieren und so weiter. Auf der Seite habe ich noch das Dashboard fürs Reporting und die Events, wo eben spezielle Nachrichten hineingeschrieben werden, wie zum Beispiel kein Speicherplatz oder kein RAM mehr frei auf dem Hypervisor. So, zum Storage ist natürlich einmal sicherlich einer der interessantesten Punkte, was für Storage-Infrastruktur benötige ich überhaupt einmal für die Virtualisierungslösung. Es gibt drei verschiedene Arten von Storage-Domains, die da wären Data-Domain, ISO-Domain und Export-Domain. Data-Domain ist das Storage, auf dem die Festplatten und die Metainformationen meiner virtuellen Maschinen abgespeichert sind. Das kann jetzt sein ein NFS-Storage, das kann sein ein iSCSI-Storage, ein Fibre-Channel-Storage. Es kann auch sein ein POSIX-Compliant-Storage, wie zum Beispiel ClusterFS. Und es kann sein ein Storage lokal am Hypervisor. Lokal am Hypervisor hat aber den Nachteil, dass ich Maschine eben auch wiederum nicht verschieben kann. Wenn ich jetzt ein lokales Storage auf Hypervisor A habe und auf Hypervisor B ebenfalls, kriege ich die Maschine da nicht hin und her. Also eine Lösung wie DRPD ist da jetzt nicht integriert, sondern es geht immer davon aus, ich habe ein SAN oder ein NAS und wenn ich es lokal habe, dann ist das wirklich nur ein lokaler Test-Host aus Sicht vom Projekt zum Stand jetzt noch. ISO-Domain, ja, eigentlich eh, wie es der Name sagt, das ist eben die Storage-Domain, auf der die ISO-Files abgelegt werden und Export-Domain ist dafür da, dass ich virtuelle Maschinen von mittels V2E oder P2E von einer VMware-Umgebung in die REF-Umgebung importieren kann. Das heißt, die werden auf die Export-Domain kompiliert und von der Export-Domain importiert. Genauso kann ich es aber auch exportieren. Das heißt, ich kann meine virtuellen Maschinen im OVF-Format exportieren auf die Export-Domain. Seit Red Hat Enterprise Virtualisierung 3.1 und natürlich auch im OWIRT-Projekt ist es auch möglich, dass ich Cluster-FS-Nodes direkt vom Admin-GUI konfiguriere. Das heißt, alle Settings für Cluster-FS einstelle und Cluster-FS als Backend für die Virtualisierung nehme. Ich möchte jetzt über ClusterFS nicht viel sagen, weil es gibt morgen eh einen Vortrag darüber und da wird alles Interessante darüber sicher angesprochen werden. Gut, kommen wir zu dem Tab, den eigentlich die meisten User am häufigsten sehen werden, das sind die virtuellen Maschinen. Da sind alle meine virtuellen Maschinen aufgelistet und zwar wirklich alle. Das heißt, das REF und OWIRT listet mir bei jedem meiner
Data Center Storage als virtuelle Maschinen alles auf, was von diesem Management-Server verwaltet wird. Das heißt, wenn ich 10 Data Center habe, habe ich unter Virtual Machines alle virtuellen Maschinen aller Data Center drinnen. Hat den großen Vorteil, dass ich mir nicht Gedanken machen muss, in welchem Data Center läuft jetzt wirklich meine virtuelle Maschine und mich ewig durchsuchen muss. Hat vielleicht bei ein paar hundert Maschinen den Nachteil, dass es unübersichtlich werden könnte. Aber genau dafür gibt es die Suchfunktion. Die Suchfunktion schaut so aus, dass ich verschiedenste Suchparameter angeben kann und die dann auch bookmarken kann. Das heißt, in diesem Beispiel zeige ich mir alle virtuellen Maschinen an, die auf einem Host, also auf einem Hypervisor laufen, der mit RefH beginnt und eine CPU-Auslastung von größer gleich 4% haben. Vielleicht nicht das optimalste Beispiel, aber die Testumgebung bei mir hat nicht wirklich ausgelastete Maschinen. Man sieht aber schon, in wirklich großen Umgebungen kann ich das dann sehr, sehr gut unterscheiden. Also kann man sehr gute Suchalgorithmen eben machen. Und ich kann auch sagen, okay, zeig mir jetzt sofort einmal an, welche Maschinen haben eine CPU-Auslastung von über 90% oder RAM-Auslastung von über 80% und so weiter. Und genau die Suchabfragen kann ich natürlich auch bookmarken. Das heißt, ich kann später einfach auf das Bookmark klicken und habe meine entsprechende Suchabfrage da. Zusätzlich, damit ich mich in dem... Ja? Ja. Wird. Okay. Weiterer Punkt, eben, damit ich mich durch die große Anzahl meiner virtuellen Maschinen durchhandeln kann, sind Tags. Das heißt, ich kann für virtuelle Maschinen und für Hypervisoren entsprechende Tags definieren. Das kann jetzt sein Testing oder Production oder Server und Desktops und so weiter. Und kann den virtuellen Maschinen entsprechende Tags zuweisen. Und hätte dann ein Beispiel, wo ich mir alle virtuellen Maschinen anzeige, die den Tag Fedora, CentOS und Ubuntu haben. Tags und Bookmarks sind eigentlich die Features, die so gut wie alle oder was der Großteil der User wirklich nutzt, wenn die Umgebung größer als wie 50 VMs sind, dann fangen sie wirklich an, Tags zu verwenden und es geht dann wirklich sehr, sehr schnell, dass man sie durch die Umgebung durchklickt. Ja, ich habe am Anfang schon gesagt, das ist eine Virtualisierungsumgebung für die Server und für die Desktop-Virtualisierung. Bei der Desktop-Virtualisierung haben wir einen großen Vorteil und das ist das zentralisierte Management. Das heißt, ich benötige nur einen einzigen Management-Server und mit diesem Management-Server verwalte ich virtuelle Server und virtuelle Desktops. Ich brauche also nicht zwei Systeme wie bei anderen Herstellern und ich kann Windows- und Linux-Gäste als Desktops betreiben, was auch viele andere nicht können. Die Verbindung zu den virtuellen Desktops erfolgt über ein Protokoll, das nennt sich SPICE. Ist ein Open-Source-Projekt auf spice-space.org, ist die Hauptseite für das SPICE-Plugin. Das bietet mir ziemlich viele Features an, die da wären. Ich kann mehrere Monitore für virtuelle Desktops verwenden, und zwar bis zu 4 Monitore. Ich kann Full-HD-Videos abspielen, wobei man bei HD-Videos sagen muss, der Client muss auch entsprechend mitspielen, weil die Grafik auf der Grafikkarte vom Client gerendert wird, wenn es der Client mitspielt und damit ist es dann möglich, dass ich HD-Videos übertrage und nicht am Server rendern muss. Ich kann auch eine bidirektionale Audio- und Video-Übertragung, das heißt, ich kann Callcenter virtualisieren. Ich stelle auf einem Platz nur meinen SIM-Client hin, stecke das Headset an und kann damit arbeiten. Es gibt da Unterstützung für Smartcards und es gibt da entsprechende USB-Unterstützung. USB-Unterstützung heißt, das USB-Gerät wird nicht irgendwie emuliert, sondern wirklich 1:1 durchgereicht. Hat auch einer unserer Kunden so im Einsatz, der hat beim Wareneingang einen USB-Handscanner, der hängt auf einen SIM-Client
und das virtualisierte Windows, was drinnen läuft, erkennt den Handscanner wirklich als Handscanner, braucht natürlich die entsprechenden Treiber drinnen, aber das Gerät wird wirklich 1:1 durchgereicht. Zusätzlich gibt es natürlich noch ein User-Portal, das ist der Einstiegspunkt für alle User, wo sie ihre entsprechenden VMs starten können, stoppen können, sie auf die Konsole verbinden. Und ja, USB-Redirection, ich glaube, da schreien nachher meistens schon die Ersten, oh Gott, da kann ja wieder alles durch und der ganze Security-Vorteil ist dahin. Nein, ist nicht so, es gibt einen USB-Policy-Editor, mit dem kann ich Policies erstellen, wo ich zum Beispiel sage, USB-Massenspeicher sind nicht erlaubt, alles andere geht. Oder es sind nur Geräte vom Hersteller XY erlaubt, alles andere nicht. Wie funktioniert die Desktop-Virtualisierung jetzt in der Administration oder im Handling? Grundsätzlich kann ich es natürlich so machen, dass ich für jeden User einen eigenen Desktop erstelle. Ist möglich, aber halt im Handling nicht das Allereinfachste. Darum gibt es sogenannte Desktop-Pools. Das funktioniert jetzt folgendermaßen. Ich erstelle mir eine Master-VM, installiere da alle Programme rein, bereite die so weit vor, dass ich sage, das ist die Maschine, die dann alle meine User bekommen sollen. Fahre die Maschine runter, erstelle ein Template davon. Anschließend generiere ich einen Desktop-Pool und sage einmal, wie viele virtuelle Maschinen dürfen denn aus diesem Pool erzeugt werden. Beispiel, ich sage 100 virtuelle Maschinen aus dem Pool dürfen angelegt werden, das heißt 100 User können die virtuellen Desktops verwenden und ich weise sie einem entsprechenden Template zu. Ich habe dann noch Features wie VMs pre-starten, ist gerade für, also pre-starten und sysprep ist gerade für Windows interessant, weil wenn ich Windows in der Desktop-Virtualisierung verwende, muss ich natürlich ein entsprechendes Sysprep machen mit einem AD-Join. Es müssen sich die IDs der Windows-Maschinen ändern, weil sonst habe ich die Katastrophe im Active Directory da und das Sysprep dauert halt ein paar Minuten. Das heißt, wenn der User jetzt seine virtuelle Maschine startet, muss er eigentlich warten, bis das ganze Sysprep durchläuft, bis die Maschine bereitgestellt ist und dann kann er erst hin verbinden. Mit pre-started VMs, die ich eben angeben kann, werden Maschinen vorgestartet, aber keinem User zugewiesen. Das heißt, ich sage zum Beispiel, mein Desktop-Pool ist 100 VMs groß, 10 VMs sind pre-started, der erste User nimmt sich die vorgestartete Maschine und die VM 11 wird automatisch neu gestartet. Zum Error Handling kann ich definieren, ob die Desktop Pools automatisches oder manuelles Zurücksetzen unterstützen. Manuell heißt, Maschine wird runtergefahren, ich muss sie manuell löschen. Automatisch heißt, die Maschine wird ausgeschaltet, sie wird gelöscht. Wenn der User wieder eine Maschine will, holt er sich eine neue aus dem Pool. Ist gerade fürs Troubleshooting irrsinnig angenehm, wenn der User jetzt Systemdateien gelöscht hat, die Maschine geht nicht mehr, er braucht es einfach nur runterfahren und kriegt eine frische Maschine. Bedenken dabei sollte ich natürlich, dass alle meine Daten auf einem File-Server liegen und nicht lokal auf der Maschine. So, wie schaut das User-Portal jetzt aus? Ich sehe die virtuellen Maschinen, die mir zur Verfügung stellen, kann die Maschine starten, stoppen, pausieren und mit einem Doppelklick drauf öffne ich die Konsole. Ist eigentlich recht simpel, das versteht eigentlich jeder User. Gleichzeitig gibt es aber auch noch die Möglichkeit, wenn meine virtuelle Maschine schon läuft und ich logge mich am User Portal ein, gibt es auch die Möglichkeit, dass die Konsole, also die Spice Session, automatisch aufgeht und der User sieht das User Portal gar nicht, sondern ist sofort einmal in seiner virtuellen Maschine drinnen. Die zwei Tabs oben sieht ein normaler User nicht, ich bin aber als Admin eingeloggt und habe ein paar mehr Berechtigungen, aber grundsätzlich ist das alles, was ein User sieht und damit, glaube ich, kann man niemanden wirklich überfordern. Die Tabs. Okay, ein paar doch. Der Extended Tab führt uns, wenn ich entsprechende Berechtigungen habe, auf das Self-Provisioning Portal. Hier kann ich Benutzern entsprechende Rechte geben, dass sie aus einem Template virtuelle Maschinen generieren können, kann auch Quotas setzen und die User können sich dann selbst virtuelle Maschinen erstellen.
hat wieder den Vorteil, das Interface ist abgespeckt. Ich setze die Berechtigungen nur mehr auf ein paar wenige Objekte und brauche einen User, einen bisschen erfahrenen User, nicht in das Admin-Portal hineinlassen, weil im Admin-Portal müsste ihm nachher, kann ich natürlich auch so weit abspecken, dass er nur seine VMs sieht, aber ich müsste nachher wesentlich mehr Berechtigungen setzen als wie in dem GUI. Ein Use Case dafür, oder wofür es verwendet wird, ist zum Beispiel für Entwickler. Entwickler brauchen immer wieder schnell eine Maschine, auf der installieren sie mal ganz kurz ihre neue Software, dann kommt die Maschine wieder weg und dann brauchen sie irgendeine andere mit einem anderen Betriebssystem, was für Admins natürlich ein bisschen nervig sein kann, wenn der Entwickler anruft, ich brauche jetzt schnell ein Windows 2003 Server mit einem IIS drauf und das nächste Mal braucht er Ubuntu mit einem Apache, das ist ein bisschen nervig, dann gebe ich ihm einfach Berechtigungen drauf und sage, Betriebssystem aufsetzen ist nicht die große Kunst, mach's dir doch. Ja, gehen wir ein bisschen mehr in Richtung die Entwicklung, ein bisschen mehr in Richtung Command Line. Es gibt eine Representational State Transfer API. Das ist eine HTTP-API mit XML-Content, wo ich verschiedenste HTTP-Aktionen machen kann, wie Get, Put, Post und Delete. Und damit kann ich eigentlich fast alle Tasks, die ich im Admin-Portal machen kann, über die REST-API, über Skripte, über andere Tools lösen. Das heißt, ich kann zum Beispiel mir anschauen, wie die CPU-Auslastung einer virtuellen Maschine ist, oder ich kann eine neue virtuelle Maschine erstellen oder Storage-Domain löschen und dergleichen. Für diejenigen, die das jetzt nicht über die REST-API machen wollen und sich mit XML quälen wollen, gibt es, wenn man der Programmiersprachen Java oder Python mächtig ist, entsprechende SDKs, wo es ein bisschen einfacher geht. Das wäre ein Beispiel für die Python-SDK, wo sich auf dem Ref-Manager, wo man sie hinverbindet und den Product-Name abfragt. Eigentlich für die Python-Canting. Für die Python können, glaube ich, ganz logisch und ganz einfach. Natürlich gibt es auch ein Command-Line-Interface, die Ref-M-Shell bzw. Ovid-Shell, mit der ich eben auch wieder alle REST-API-Tasks über die Command-Line machen kann. Das heißt, die Verbindung mit der Shell ist eine Verbindung auf die API mit dem entsprechenden Port, mit User, mit Passwort. Passwort kann auch interaktiv abgefragt werden. Ich bin dann in meiner Ref-Shell und schaue mir in diesem Fall alle VMs an und kann auch System-Commands noch mitschicken, also grep und dergleichen. Es gibt da natürlich auch die Möglichkeit, dass ich das nicht über die Shell mache, sondern eine Art Expect-File mit einer Option an die RefM-Shell übergebe. Das heißt, damit ich das grundjobmäßig. So, wie kann man jetzt die Umgebung noch ein bisschen mehr erweitern, wenn man ein bisschen mehr braucht? Eigentlich, sag so, mein Lieblingsfeature, das hat mich am meisten gefreut, wie es im Ovid freigeschalten worden ist. Ich hoffe auch, dass sie ins Ref jetzt reinkommt. Das sind UI-Plugins. UI-Plugins sind Infrastruktur und eine API zum Erstellen von User-Interface-Plugins für die Engine, also für das Admin-Portal, wo ich sagen kann, ich füge jetzt neue Tabs hinzu. So, also ein Tab wie Data Center kann ich meinen eigenen und kann dort auf ein Ticketsystem verlinken oder was auch immer. Das heißt, ich kann auf externe Ressourcen zugreifen, ohne dass ich mein Virtualisierungsportal verlassen muss. Ich kann auch Subtabs und Buttons hinzufügen. An den UI-Plugins wird jetzt gerade fleißig entwickelt. Es kommen immer wieder neue Features dazu. Wie es genau funktioniert, steht sehr gut auf der Ovid-Seite beschrieben. Ich möchte jetzt beispielhaft ein UI-Plugin vorstellen. Es gibt auf der Ovid-Seite noch zwei andere, die sind es auf jeden Fall wert, dass man sich das einmal anschaut und schaut, okay, was kann man damit noch machen. Das Plugin ist ein Plugin, was Isinga bzw. Nagios in das Ovid integrieren soll. Stammt von mir, ist mein schrecklicher Source Code.
Steht unter der GPL natürlich und gibt es auf labsuvi.at zum Downloaden. So, wie schaut das Ganze aus? Was kann ich mir jetzt darunter vorstellen? Nachdem wir vorher immer REF gesehen haben, sieht man jetzt einmal, wie schaut das OVIR aus. Im Grunde genommen schaut es komplett gleich aus. Die Farben sind ein bisschen anders. Die Tabs sind gleich. Main Tab erweitern würde eben heißen, ich habe da oben einen neuen Tab. Button erweitern heißt, ich habe da einen zusätzlichen Button sowie Change CD. Subtabs sind, wenn ich eine virtuelle Maschine, ein Storage Domain, ein Host oder irgendwas auswähle, diese Tabs da unten. Und was ich da jetzt gemacht habe, ist, ich habe das Ganze um einen Monitoring Details Button erweitert. Das Ganze macht jetzt nichts anderes, als wie über MK Live Status sich zum Nagios oder Isinga hin zu verbinden, die entsprechenden Check Results für meine virtuelle Maschine grafisch darstellen, plus noch zusätzliche Nagios Details stellt es hier dar. Das Ganze funktioniert für virtuelle Maschinen und für Hosts. Zusätzliches Feature ist neben den Details noch, dass ich PMP-Grafiken auch noch darstellen kann. Ziel von dem Ganzen von meiner Seite war, dass das ausschaut, als ob es wirklich zum OVIR dazugehören würde. Das heißt, ich habe alle Farben, die ganzen CSS und so weiter vom OVIR eigentlich übernommen. Das heißt, es gibt eigentlich meiner Meinung nach unzählige Möglichkeiten, wie ich dieses GUI noch erweitern kann. Ich kann mein eigenes Wiki reingeben, was auch immer ich gerne hätte. Möglichkeiten Ende nie, sage ich mal. Also für mich eigentlich eines der coolsten Features überhaupt. Thema Monitoring. Wie überwache ich jetzt eine REF oder eine OVIR-Umgebung mittels Isinga oder Nagios? Also sind eigentlich die Isinga eigentlich das präferierte Tool von meiner Seite. Gibt es eben auch wieder ein Plugin. Nennt sich JackRef3, findet man auf Monitoring Exchange und auf exchange-nagios.org. Das Plugin dient dazu, dass ich meine Data Center, meine Cluster, meine Hosts, meine Storage Domains, meine virtuellen Maschinen und meine VM-Pools überwachen kann. Und zwar kann ich damit so gut wie alles überwachen, was über die REST-API kommt. Das heißt, ich kann den Status meiner Data Center überwachen, die CPU-Auslastung meiner Hosts und den Traffic der Hosts, den Status der virtuellen Maschinen. Jede Menge Features. Aufruf eigentlich ganz klar, wie man da Nagios-Plugin aufruft. Ich habe versucht, mich komplett an die Standard-Guidelines zu halten. Das heißt, man sollte damit keine Probleme kriegen. Es gibt zusätzlich natürlich auch noch ein entsprechendes PMP-Template. Dazu sagen möchte ich, für virtuelle Maschinen ist es nicht unbedingt die präferierte Möglichkeit sein, weil ich über die REST-API weniger Informationen über eine VM bekomme oder weniger Informationen sammeln kann, als ich es mit einem NRP-Agent, mit einem SNMP-Agent oder mit einem Check-MK machen könnte. Es ist grundsätzlich möglich. Interessant ist es natürlich für die Hypervisoren, weil wir haben ja schon gehört, auf die Hypervisoren, auf diese wirklich abgespeckten Images, kann ich keinen Daemon wirklich installieren. Das heißt, wie weiß ich, dass der wirklich funktioniert? Ist eigentlich das die einzige Möglichkeit über die REST-API, dass ich die entsprechenden Daten rausbekomme. Ja, zu guter Letzt ein paar Use Cases. Wofür kann ich das jetzt alles einsetzen? Ich glaube, die ersten zwei Punkte sollten ganz klar sein: Desktop-Virtualisierung und Server-Virtualisierung. Vollkommen klar. Was auch User wirklich machen, ist, sie verwenden es als Mini-Private-Cloud. Also, das heißt, sie stellen eben über dieses Self-Provisioning-Portal Usern entsprechende Berechtigungen zur Verfügung, dass sie sich Maschinen anlegen können. Das geht sogar so weit, dass manche so ein bisschen Amazon EC2 spielen und anhand der Postgres-Datenbank, in der Postgres-Datenbank wird die Laufzeit der virtuellen Maschinen und der Ressourcenverbrauch protokolliert, dass sie da Queries auf die Datenbank fahren und sagen, du hast jetzt 5 virtuelle Maschinen,
erstellt und die an deine virtuelle Maschine sind in diesem Monat 2000 Stunden gelaufen, als Beispiel, keine Ahnung, ob es möglich ist, und das kostet so und so viel Geld. Andererseits natürlich, wie vorher schon angesprochen, als Portal für die Entwickler, wenn die viele Testmaschinen benötigen, dann können sie sich da einfach rausklicken. Virtualisierte Callcenter wäre eine Möglichkeit. Was auch interessant ist, wenn ich jetzt keinen Terminal-Server habe, keinen Terminal-Server will, die Anbindung von Außenstellen. Ich glaube, viele kennen das bei Firmen. Es gibt kleine Außenstellen mit 3 bis 4 PCs, die irgendwo, wie man in Österreich so schön sagt, in der Pampa sind. Man fährt von der Zentrale 3 bis 4 Stunden hin. Wenn dort der Rechner kaputt ist, kann ich mich ins Auto setzen, der ganze Tag ist vorbei, weil ich den Rechner tauschen muss. Einfacher ist es. Ich schaue, dass er eine stabile Internetverbindung hat, Voraussetzung. Stelle ihn als Syncline hin, die Dinger haben keine Lüfter, die wären eigentlich nicht wirklich kaputt und er kriegt seinen Desktop virtualisiert. Ich kann das natürlich auch so machen, dass ich seinen USB-Scanner am Syncline durchreiche, geht ja, haben wir ja vorher gehört, funktioniert, ist für Außenstellen sehr gute Alternative zu Terminal-Servern. Ganz kurz noch, welche Herausforderungen können mir begegnen, wenn ich jetzt so eine Umgebung einsetze? Nachdem ich schon 2, 3 Jahre mit den Dingen mich intensiv beschäftige, habe ich auch schon die einen oder anderen Bugs gefunden. Grundsätzlich sage ich einmal, man benötigt ein SAN oder ein NAS. Das lokale Storage sollte nur eine Notlösung sein, aber grundsätzlich sollte man haben ein entsprechendes SAN oder ein entsprechendes NAS. Das lokale Storage, diesen Punkt, dass ich sage, ich konfiguriere ein lokales Storage auf dem Hypervisor, empfehle ich aus meiner Erfahrung, dass man generell vermeidet und sagt, statt einem lokalen Storage macht man einen lokalen NFS-Server, mountet den NFS-Share lokal, ist wesentlich weniger fehleranfällig als wie das lokale Storage. Ihr habt in der Praxis gesehen, die Multipath-Konfiguration und der Sunlock-Daemon haben ab und zu Probleme mit dem RAID-Controller auf ganz obskure Art und Weise und ja, NFS ist da wesentlich einfacher zu handeln. Komplexe Netzwerkkonfigurationen sind teilweise etwas mühsam konfigurierbar, damit meine ich, es geht zum Teil über GUI nicht, sondern ich muss auf der Command-Line machen. Das Verhalten ist teilweise ein bisschen konservativ, das heißt, die Entwickler denken sie, es könnte in der und der Konstellation das und das passieren und darum kannst du das im GUI jetzt so nicht machen, wie du es dir denkst, dass du es machen kannst. Und der ganze Aufbau funktioniert so, wie ein Cluster funktioniert. Das heißt, ich muss ein Fencing einrichten, damit HA funktioniert und stoße natürlich auch in alle Probleme, die ich in einem Cluster habe. Sprich, ich habe Hypervisor 1 in Data Center 1, Hypervisor 2 in Data Center 2. Die Verbindung zwischen den Data Centern geht verloren. Ich muss manuell eingreifen, weil das Fencing dann nicht mehr funktionieren kann. Es ist nicht alles via GUI lösbar. Updates vom Manager zum Beispiel, gewisse Konfigurationen muss ich auf der GUI machen. Ich glaube, als erfahrener Linux-Admin schreckt einem das nicht so ab, aber ich habe durchaus auch schon das Feedback bekommen, warum muss ich da auf die Command-Line und oh Gott, und ich habe da Angst, dass ich da was mache. Habe ich schon alles gehört. Ja, und letzter Punkt. Steinigt es mich dafür, aber ich stehe dazu, Fedora ist nicht optimal als Grundlage für OWIRT. Ich würde empfehlen, wenn man OWIRT nimmt, nehmt CentOS, nehmt nicht Fedora. Man sollte einfach sagen, man will nicht Fedora-Bugs, weil die Software einfach so neu ist, fixen müssen, die in einer anderen Distribution einfach nicht da sind. Ist meine Meinung. Praktisch sehe ich auf der OWIRT-Mailingliste auch sehr viele Fedora-related Issues, die es wahrscheinlich mit CentOS so nicht geben würde. Ich habe noch ein paar Links gesammelt. Die Präsentation kann man nachher downloaden für die, die weitere Informationen haben möchten zu REF, zu OWIRT. Wenn wer sich OWIRT installieren
möchte, testen möchte. Ich kann die User-Mailing-Liste sehr empfehlen, da wird einem eigentlich immer sehr, sehr gut geholfen. Ich schreibe da auch des Öfteren, das heißt, es kann auch sein, dass ihr dann von mir eine Antwort erhält. Wenn ihr weitere Fragen habt, bitte euch die jetzt zu stellen. Ihr könnt mir natürlich auch gerne E-Mail schreiben, Feedback geben dazu. Freue mich immer, wenn ich irgendwas höre oder wenn jemand sagt, okay, wir haben jetzt einmal Ovid oder Ref getestet, haben das und das Szenario durchgespielt. Ich freue mich immer über Feedback darüber. Also ich bin von diesen beiden Projekten sehr überzeugt. Ich denke, die haben ein großes Zukunftspotenzial, ja, und ich hoffe, dass sich viele das anschauen und würde mich freuen, auch davon was zu hören. Ja, in dem Sinne sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Wenn Fragen sind, bitte jetzt und sonst, ja, Mahlzeit. Frage zur Netzwerkkonfiguration. Ja. Das Ganze, wir arbeiten mit mehreren WLANs, wie wahrscheinlich sehr viele hier im Haus oder hier in der Gruppe. Ja. Die Frage ist, wie konfiguriert man das? Was ist das für eine, wie läuft das WLAN-Tagging? Läuft das oder läuft das als Trunkport, der Uplink zu dem OWIRT-Server? Ich stelle die Switchports auf Trunk und konfiguriere die WLANs im entsprechenden Netzwerk im OWIRT. Und Loop Prevention passiert in welcher Form? Dass ich, wenn ich jetzt mit zwei Interfaces angeschlossen bin, ist ja dieser typische Fall, ich gehe auf einen Switch mit dem einen Interface, auf den anderen mit dem zweiten. Ich kann alle Bonding-Optionen einstellen, die Linux zulässt. Das heißt, ich kann Active-Passive Bonding. Ich kann Load Balancing machen, ich kann Active-Passive, ich kann, je nachdem, was der Switch alles hergibt, ich kann Active-Passive mit Load-Balancing kombinieren, es kommt halt immer auf die Switches drauf an, was die Switches können, aber das ist möglich. Also ich kann WLAN-Tagging auf dem Bonding machen, ist überhaupt kein Problem. Nächste Frage noch zum Thema Migration-Interface. Gibt es also eine Art, dieses, was beim Hyper-V auch ein Thema ist, ist dieses, wir brauchen eine extra Interface-Gruppe, die für die Migration, der Live-Migration der Systeme zuständig ist und die machen auch so schreckliche Dinge wie irgendwelche Multicasts. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Es gibt ein Interface, das nennt sich OWIRT Management bzw. RefM. Die Interfaces sind für die Kommunikation vom Manager mit den Hypervisoren und der Hypervisoren untereinander zuständig. Über dieses Interface läuft auch die Migration. Und es ist jetzt geplant, dass es für die Migration optional ein eigenes Interface geben soll oder geben kann. Aber Multicast oder sowas ist da kein Thema drauf? Oder? Multicast wird auch verwendet, ja. Zum Teil. Grundsätzlich funktioniert das HAPI da aber über VDSM, das heißt, der connectet sich auf VDSM hin und listet die Libyard Capabilities und das ist quasi das HAPI, aber es ist Multipathing auch in irgendeiner Art und Weise dabei. Wie das jetzt genau funktioniert, weiß ich nicht. Interessiert sich reinzuschauen, was der dann wirklich spricht, wenn man irgendwelche Probleme hat, weil gerade da sind wir schon einige Fallen getreten. Also Fallen in dem Sinn, ich habe es beim Red Hat Cluster schon Multicast-Probleme gehabt, ich habe noch nie beim Red Hat beim REF irgendwelche Multicast-Probleme gehabt. Also scheinbar ist das nicht besonders wichtig. Es gibt zwar irgendwie noch historisch bedingt scheinbar, aber wirklich wichtig soll es sein. Und darum habe ich es noch nicht im Detail angeschaut, weil ich da noch nie in ein Problem gestoßen bin. Aber ich kann gerne nachschauen und entsprechendes Feedback geben. Wir implementieren gerade eine Lösung LibWirt auf GlusterFS. Ist es möglich, ein OWIRT auf ein bestehendes GlusterFS mit LibWirt zu setzen oder müssen wir es so Rolling Migration machen? Das ist halt mit 12 Servern ist das ein bisschen schwierig. Was heißt GlusterFS mit LibWirt genau? Also wir haben LibWirt und das setzt halt auf GlusterFS und das nehmen wir dafür, dass wir dann eine Maschine Live Migration machen können von A nach B ohne Downtime. Okay. GlusterFS, kann ich verwenden als Storage. Ich kann bestehende LibWirt-Installationen eigentlich nicht verwenden, weil
Sobald ich die Maschine als Hypervisor deklariere, wird VDSM installiert und VDSM kappt mir den Zugriff auf Slipwirt. Das heißt, es gibt einen ganz speziellen Benutzer, den man wissen muss, und Passwort, damit ich auf Slipwirt über